Schönen guten Abend. Ich bin eben durch die Werkstatt gelaufen, habe gedacht, ich sehe mich genötigt, ein Video zu machen. Wisst ihr, was das ist? Also das ist natürlich ein Lampenmask und ein Kotflügel. Aber jetzt lasse ich mal so den Zoom langsam rauslaufen. Also das muss man sich so ganz langsam auf der Zunge zergehen lassen. Wisst ihr, was das ist? Das ist eine DH650 SE. Und zwar eine sowas von abgefahren geile Karre geworden, die der Ronny heute zusammengeschraubt hat. Da ist mir glatt das Messer in der Tasche aufgegangen. Wir haben natürlich wieder voll aus dem Hessler Baukasten geklaut. Flachschieber mit Trottelkit natürlich. Edelstahlkrümmer und Leo-Auspuff. Das sind so Standards, die wir mittlerweile haben, die wirklich auch halt passen. Dann haben wir den Rahmen Neupulver beschichtet in schönsten Schwarz. Haben alles, und das sieht man glaube ich auch, picobello abgeleckt vom Feinsten. Ich wollte nur sagen, das war eine verkiffte, versiffte 96er mit lila Rahmen SP46. Da ist keine Schraube mehr übrig von dem alten Dreck. Den Kotflügel haben wir poliert hinten und vorne, und das finde ich so geil, diesen RM-Kotflügel von uns eingebaut. Dazu eine LED-Scheinwerfermaske und Freunde der Nacht, in diesem Fall wirklich Freunde der Nacht. Diese Maske ist eine LED-Maske und die macht gigantisch geiles Licht. Natürlich neue Faltenbälge, Gabelservice mit eingepassten Federn und allem Pipapo. Genauso hinten Stoßdämpfer-Service, neu sieht man an dem guten Gummipuffer und eine neue Hessler-Feder rein. Zack. Luftfilterkasten nicht nur von außen geputzt, sondern Filterfilter, ganz klare Sache. Und da oben ist ein Zusatzloch entstanden, das sieht man auf den schönen Filterleuchten, weil nämlich das Ding Luft kriegen muss. Für weniger Gewicht die LTM9-Batterie reingestellt. Und hier hinten gibt es jetzt noch einen schicken kleinen Kennzeichenträger, so ein ganz mini klein, damit dieser riesige Kotflügelschwanz verschwindet. Und jetzt kommt natürlich noch ein extra dazu, nämlich Enduro-Radsatz. Den haben wir jetzt endlich mal im Shop aufgenommen. 18 Zoll Excel-Felge hinten und vorne bleibt natürlich die 21er. Zusammen mit den Stollenreifen ist das nicht geil. Dann kriegen wir von den Dirt Freak-Freunden immer die schönen Zederteile. Die gehören ja einfach dazu, weil nämlich dieses Motorrad bekommt weiße Kotflügel und einen schwarzen Rahmen und natürlich einen schwarzen Magura-Lenker dazu. Und dann bekommt es aber diesen schicken blauen Azerbis-Tank drauf. Den bauen wir da drauf. Den haben wir ja auch im Programm. Und dazu kommen noch weiße Handprotektoren, die liegen noch hier. Und dann machen wir da noch eine schwarze Sitzbank dazu. Ich zeige euch die nachher schon nochmal in fertig. Ja? Wir machen so ein bisschen blau-weiß, also nicht ganz weiß. Weil auch diese weißen Tanks, die werden halt so schnell schmutzig. Der blaue kommt da schon besser. Was will der Peter mit dem Motorrad machen? Der Peter will mit dem Motorrad TET-Tracks fahren. Und das kann er dann richtig gut. Da kommt auch keine riesige Verkleidung dran. Wir machen vorne noch eine kleine USB-Steckdose rein, damit er sein GPS anschließen kann. Und da hat er seinen Track drauf. Und das GPS bauen wir mit einem REM-Mount an den Lenker. Und da braucht man kein Gefussel und kein Gewese. Und dann kann man richtig schön easy fahren. Das Kennzeichen hinten bauen wir auch so, dass es für den TET-Track abnehmbar ist. Und dann bleibt das Heck so, wie man es jetzt sieht. So rattenscharf. Übersetzung angepasst, 45 Zähne hinten, meine Lieblingsübersetzung natürlich. So Kleinigkeiten am Motor haben wir natürlich auch gemacht. Inspektion, Sicherungsblech, Getriebeausgang, Leerlaufschalter repariert, Kipphebel, Nockenwelle überprüft, Ventile eingestellt und natürlich hier auch nochmal Anlassergetriebe gecheckt, alles okay. Auf der anderen Seite Kupplungsspacer noch überprüft und teilweise gewechselt und dazu alles wieder neu eingestellt. Drehmoment gibt es natürlich immer dazu bei uns. Und es gibt bei uns immer einen kleinen gelben Punkt. Und wo der gelbe Punkt dran ist, da ist ein Drehmoment gewesen. Und der Ronny. Und dann ist es richtig und perfekt. Und auch die
Bremszange war natürlich auseinander, vorne und hinten. Stahlflexleitungen sind reingekommen. Und weil ich das ja jetzt immer dazu sage, das hat auch viel Geld gekostet. Und ja, dafür kann man sich ein neues kaufen. Aber Freunde, das Ding ist neu. Ja? Der Motor hat noch sicher 80.000 Kilometer Lebensleistung vor sich. Und alles andere ist neu oder wie neu gemacht. Also kann man da auch einen Neupreis durchaus mal in Betracht ziehen. Ups, darf ich nicht stolpern. Ich muss mal zu meinem Bildschirm gucken. Ich bin vor Aufregung ganz außer mir. Das Ding sieht eher aus wie eine Sportenduro. Guck doch mal, wie schlank die ist. Hat heute ein Kollege gesagt, der hier war, der Franz, hat gemeint, ja, keine Kühler dran, die macht schon einen schlanken Fuß. Sag ich, ja, so eine DR ist so breit wie eine Telegabel. Ist das nicht cool? So muss ein Motorrad sein, oder? Und dann sagt mir noch einer, dass man mit so einer DR nicht alles machen kann, was auf der Welt mit dreckig zu tun hat und zwei Rädern und Spaß macht. Das kannst du mit dem Gerät auf jeden Fall jetzt machen. Die Reifen passen sowieso. Und damit lasse ich euch jetzt noch ein bisschen träumen. Wir haben übrigens noch drei Motorräder da, die wir von der Sorte umbauen müssen. Aufträge nehmen wir entgegen, aber nicht für heute Morgen. Bis dahin. So, noch ein bisschen warten, ein bisschen warten. So, der Rest bleibt dann, könnt ihr Standbild mit Pause machen.